Hallo, mein Name ist René Weber. Lassen Sie uns heute über AirGap sprechen. Was ist AirGap? AirGap ist in erster Linie mal ein Abstand, eine Lücke. Eine Lücke zwischen mir und vielleicht meinem Nachbarn, gerade zur heutigen Zeit mit Corona ein Muss, um sich vor Infektionen zu schützen. Aber AirGap ist genauso in der digitalen Welt ein Schutz und ein Abstand. In der digitalen Welt, wo alles permanent online ist, wo alles permanent aktiv ist und permanent erreichbar ist, habe ich natürlich auch permanent eine Gefahr. AirGap schützt davor, indem ich aus dieser digitalen Welt meine Daten rausnehme und in die Offline-Welt schaffe. Es ist ein bisschen wie bei mir früher mit meinem Kassettenrekorder. Ich habe irgendwann die Kassette rausgenommen, ins Regal gelegt, damit sie nicht kaputt geht, damit sie aufgeräumt ist und damit mein Bruder nicht drankommt. In der AirGap-Welt, in der digitalen Welt, ist es prinzipiell ähnlich. Diese alte Technologie mit Kassetten gibt es heute noch. Das sind die Tapes. Bei uns funktioniert das Ganze mit Festplatten. Dass ich eine einzelne Festplatte nicht einfach anstecke, wieder abziehe und als AirGap in den Schrank lege für die nächsten 30 Jahre, ist, glaube ich, selbstverständlich. Man muss für eine Technologie oder mit einer Technologie dafür sorgen, dass die Daten, die auf diesen Festplatten oder auf dieser Festplatte abgelegt ist, mit Sicherheit in vielen, vielen Jahren noch vorhanden ist. Dass über die Jahre nichts kaputt gehen kann, dass auch wenn mir etwas runterfällt, kein Datenverlust existiert oder entsteht, sodass ich wirklich einen Verbund von mehreren Platten habe, der eine Sicherheit mit sich bringt. Bei unserem Brick-System ist es so, dass wir in jedem transportablen Medium 12 Festplatten verbauen, die 12 Festplatten über Erasure-Coding miteinander verbinden, so eine sehr hohe Sicherheit generieren und sogar bis zu 4 Festplatten Ausfall tolerieren können. Entsprechend kann ich im AirGap mit unserem festplattenbasierten Medium die Daten transportieren, aus der Online-Welt herausnehmen, offline im Tresor legen und kann hundertprozentig davon ausgehen, dass niemand an diese Daten kommt, diese Daten verändert oder mehr Daten löscht. Daher kommt der AirGap heutzutage in so ziemlich jedem Backup-Konzept vor. Der AirGap sorgt dafür, dass ich meine Daten, die ich in meinem Backup ablege, zum einen nicht nur einen permanenten Online-Zugriff habe, Online-Zugriff, in dem auch Daten verändert werden könnten, sondern dass ich noch eine zweite Kopie habe, die ich auslagere. Diese zweite Kopie hat aber auch Anforderungen. Die zweite Kopie muss für eine längere Zeit im Tresor liegen. Diese zweite Kopie ist unangreifbar. Diese zweite Kopie muss dafür sorgen, dass wenn ich sie auch in 3 Jahren erst wieder raushole, meine Daten trotzdem noch lesbar sind. Bitte bedenken Sie auch, bei einer Auslagerung, bei einem AirGap für längere Zeit, reden wir vielleicht gar nicht mehr von Backup, sondern schon von Archiv. Unsere Empfehlung ist daher, bei der Auswahl eines Backup-Speichersystems oder Archivspeichersystems darauf zu achten, dass es die Möglichkeit eines AirGaps bietet. Das bietet Ihnen in Zukunft die Möglichkeit, auf neue Gefahren zu reagieren und mittels AirGap Daten, die Ihnen wichtig sind, aus dem Zugriff zu entfernen. Übrigens, falls Sie das Thema Corona-Bedrohung und die Parallelen in der IT-Welt mehr interessieren, schauen Sie sich den Vortrag von Rainer Bielmeier von der Data 2020 an.